Hallo zu einer neuen Folge Velo Home, unserer täglichen Zusammenfassung des Giro d'Italia. Heute die zweite Etappe über 190 Kilometer von Arnheim nach Nimwegen. Ja, was ist passiert? Kurz nach dem Start hat sich auf dieser Flachetappe auch schon eine dreiköpfige Ausreißergruppe gebildet, die da besetzt war mit Giacomo Berlato vom Team Nippo Vinifantini, Martin Cialinghi vom Team Lotto Jumbo und Omar Freile vom Team Dimension Data. Ja, und diese drei Ausreißer, die konnten einen maximalen Vorsprung von 10 Minuten auf das Feld herausfahren. Und 35 Kilometer vor dem Ziel, da stand die einzige Bergwertung des Tages auf dem Programm. Diese sicherte sich Omar Freile, wodurch er morgen die Ehre haben wird und im Bergtrikot an den Start gehen wird. Genutzt hat es in Bezug auf den Etappensieg aber nicht viel, denn 23 Kilometer so ungefähr vor dem Ziel hat sich dann Giacomo Berlato von seinen beiden übrigen Begleitern absetzen können und hat dann nochmals eine Solo-Flucht gestartet und kam dann auch alleine auf die letzten Kilometer, wo er dann aber 10 Kilometer vor dem Ziel vom Feld mit Hilfe der Sprintermannschaften wieder gestellt wurde und es kam ja in Nimwegen zur erwarteten Massenankunft und ja, so gut einen Kilometer vor dem Ziel, da zeigte sich dann noch Ethics Quickstep an der Spitze, um Marcel Kittel dort den Sprint zu lancieren, aber der Zug ist dann so ein bisschen durcheinander geraten. Dann kam FDG nach vorne, um für Arnaud Demar den Sprint anzuziehen und Marcel Kittel, der hat das dann recht schlau gemacht, der ist dann vom Hinterrad von Arnaud Demar, vom französischen Sprinter, losgestartet und hat sich dann ja sehr souverän den Etappensieg gesichert und ja, man kann schon sagen, dass es mehrere Radlängen fast waren, die er da Vorsprung hatte und das war wirklich sehr, sehr souverän, wie er das Ganze gemacht hat. Ja, und zweiter wurde dann der besagte Arnaud Demar vor Sascha Modolo, Moreno Hofland, Nicola Ruffoni, Alexander Porcev, Caleb Ewan, Christian Spadaglia, Andre Amador und Giacomo Nizzolo, die dort die Top 10 komplettierten. Was heißt das Ganze fürs Gesamtklassement? Im Gesamtklassement heißt das, dass Marcel Kittel durch die Zeitbonifikation von 10 Sekunden nur noch einen Rückstand von einer einzigen Sekunde auf die Maglia Rosa auf Tom Dumoulin hat. Und theoretisch würde ihm dann sogar morgen ein dritter Platz reichen, um in die Maglia Rosa zu schlüpfen und das Führungstrikot von Tom Dumoulin zu übernehmen. Ja, morgen ist das Thema. Was steht morgen auf dem Programm? Da haben wir die dritte Etappe. Dort geht es wieder zurück von Nimwegen nach Arnheim über 190 Kilometer und das Profil ist ja wieder fast tellerflach und ja, wir können eigentlich wieder mit einem Massensprint, mit einer Massenankunft rechnen und da haben wir heute gesehen, dass Marcel Kittel doch da sehr gute Chancen hat und vielleicht sogar morgen ja die Maglia Rosa übernehmen könnte und damit im Gepäck im Flugzeug nach Italien reisen könnte. Also da sind wir gespannt, wie sich das Ganze morgen gestaltet und das soll es erstmal gewesen sein mit unserer Kurzzusammenfassung der heutigen Etappe des Giro d'Italia. Tschüss und bis morgen!